Hallöchen, meine lieben Freunde der Nacht und herzlich willkommen hier zurück zu X-Rebirth. Ja, dem klugen Beobachter wird aufgefallen sein, dass hier irgendwas nicht stimmt, denn eigentlich war doch hier mal eine Sonne. Wir waren doch viel dichter da vorne dran und bla und blub am Sonntag, als wir das Spiel verlassen haben. Ja, dann seid ihr, wenn ihr euch wundert, ein Teil der Leute, die mir nicht auf Facebook folgen. Denn dort hatte ich nachgefragt letzte Woche, da ja täglich Patches rauskommen von der Firma Egosoft für das Spiel, habe ich gefragt, ob ihr denn vielleicht was dagegen hättet, wenn ich mit dem zu dem Zeitpunkt aktuellen angekündigten Patch 1.15, der am Donnerstag kommen sollte, einen komplett neuen, sauberen Spielstand anfange, ich mich denn diese paar Stunden noch durchspiele, bis wir dann auf demselben Stand sind, wie wir denn am Sonntag das Game verlassen haben. Und ob ihr was dagegen hättet, wenn ich mir dabei noch ein bisschen Geld erwirtschafte, sprich Kisten plündern, Spinde plündern, Schiffe abballern, also die kleinen, die immer so an der Station rumflattern, und dann das Zeug verticke und dafür Geld kassiere. Ja, ein paar Leute haben sich daran beteiligt, zumindest mit Daumen hoch. Ich habe da mal den Daumen hoch als ja, kannst du machen, akzeptiert oder hingenommen. Und ja, hab das ja mal prompt gemacht am Freitag dann. Da kam Patch 1.16 raus. Patch installiert, Spielstand neu gestartet. 4-5 Stunden gespielt und mehrere Spielstände angelegt, also alte Spielstände überschrieben. Hab dann keinen Bock mehr gehabt, weil Aufnahme wollte ich erst am Samstag machen. Und hab dann ein freies Spiel angefangen und weitergezockt, um einfach für mich mal zu gucken, in die Wirtschaft reinkommen und solche Sachen. Und auf dem Weg zur Heimatbasis. Kannst du es zurückverfolgen? Nicht so einfach. Er gibt sich große Mühe, seine Position zu verschleiern. Also dann versucht irgendwie einen neuen Spielstand anzulegen und solche Sachen. Die Augen offen. Und als ich dann am Freitag denn doch noch mich spontan dazu entschlossen habe, doch noch aufzunehmen, ja, passierte Folgendes. Wenn ich dann in den Ladebildschirm gegangen bin, also auf Spiel laden, geklickt habe. Hier spricht rein Otani. Nötigen Sie Hilfe? Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, aber wir würden eine Eskorte zu schätzen. Dann, ja, wie soll ich sagen? Auch wenn meine Leute auf führte dem es Weg sind, leider wird das dazu, keine lustige Sache. Wir müssen unbeschadet dass, führte es leider dazu, dass, der Spielstand, die ich alle angelegt habe, leer waren. Also es wurde mir ein leeres Display angezeigt, statt der angelegten Spielstände. Im Prinzip, wenn ich jetzt mal kurz auf Escape klicke und dann hier auf Spiel laden gehe, na, hier seht ihr ja die Spielstände. Ich hatte nur diesen Rahmen hier oben und den hier. Ansonsten nichts. Leeres Feld, so wie Hintergrund. Da war nichts drinne. Wenn ich auf Spiel speichern geklickt habe, dann habe ich alles gesehen. Dann ist das so wie jetzt. Wenn ich wieder aufs Spiel lade, selbes Spiel. Egal, was ich gemacht habe. Ich habe dann echt bis Samstag rein versucht, irgendwie eine Problemlösung zu finden. Habe die XML-Speicherdateien geöffnet mit dem Notepad++, weil die sind ja alle offen. Ist ja alles, ich sag mal, Open Source gedöns. Man ist ja alles frei. Man kann ja jederzeit rumskripten in dem Game, wie man möchte, was inzwischen dazu führt, dass wir zig Spielstände besetzt, Mod-Möglichkeiten im Moment haben für das Spiel. Dementsprechend habe ich versucht, da irgendwie eine Lösung zu finden, ob da irgendwas drin steht, was da nicht ganz so koscher ist, ob ich mir meine Mod, ob ich mir eine Mod installiert habe, die mir da irgendwas durcheinander haut, oder ob da irgendwas drin steht mit Anzeige Fail, also irgendeine Fehlermeldung halt, irgendwas gesucht habe, was man da finden könnte. Schreib's an. Maschinenteile her damit. Zack. Großes Schiff, da ist er. Und er lebt noch. Yes. Im Vergleich zum letzten Mal haben wir es doch geschafft. Und wie gesagt, also wirklich da ganzen Freitag lang, ganzen Samstag lang irgendwas gesucht. Irgendwas zu finden, was dazu führte, dass ich dieses Spielstand nicht mehr angezeigt bekomme. Hab das Ganze auch an das Egosoft, an den Egosoft Support geschickt, ob die mir da weiterhelfen können. Hab, aber ich verfolge nebenbei noch einen Streamer, kann man ja sagen.
Er macht nämlich Livestreams von X-Rebirth. Im Prinzip täglich. Also eigentlich macht er Livestreams nur Montags, Mittwochs, Freitags. Aber seit dem Release von X hat er bis auf Sonntag, also heute und so für mich heute und den Sonntag nach Release, im Prinzip täglich so 3 bis 5 Stunden gestreamt. Nur X-Rebirth. Da hört ihr die erste Änderung. Die Klappe, Betty. Sie sagt nicht nur halt die Klappe Betty, sondern wir wissen endlich, wer Betty ist. Betty ist der Schiffscomputer, der endlich eine Stimme besitzt. Das Problem, weil die magische Frage, wer ist verdammt nochmal Betty, ist gelöst worden. Verfolge ich halt diesen Streamer. Ich gucke da regelmäßig seine Livestreams, weil das einfach unterhaltsam ist. Und Spoiler ist das für mich jetzt nicht so viel. Ich habe die Hälfte schon wieder vergessen, was in den ersten Folgen von ihm passiert ist, wo er hier schon gerade ankam in dem System. Weil ich das auch wie Fernsehen im Prinzip nur so nebenbei mache. Und auf jeden Fall da nachgefragt, ob er eine Lösung besitzt. In seiner Community gefragt, da irgendwer wie weiß, was man da machen könnte. Seitdem er die Streams macht, ist auch immer spontan da plötzlich aufgetaucht jemand vom Egosoft selbst. Jetzt nicht von den Programmierern selbst, sondern ich glaube aus dem Creative Team jemand, der da wirklich Rede und Antwort der Community steht. Also er ist wirklich dabei, wenn man Fragen hat. Der hat auch mich gefragt, wo ist das Problem, was genau ist der Fehler, um halt auch für mich dann eine Lösung zu finden. Irgendwann kam dann halt raus, dass das wohl an der Cloud-Verknüpfung von Steam liegt. Wenn ich die runterwerfe, also die Cloud-Verknüpfung für die Spielstände, dass da eine automatische Synchronisation stattfindet. Wenn ich die cancel, nur für dieses Spiel, und dann soll wohl diese fehlerhafte Spieldatei, fehlerhafte Save-Game nicht mehr mit meiner synchronisiert werden. Dann stehe ich bloß noch vor dem Problem, dass ich ja keinen der Spielstände neu laden kann, weil mir die ja noch immer nicht angezeigt werden. Sprich, ich dürfte am Samstagabend schweren Herzens alle Spielstände löschen, alle XML-Dateien dazu, und habe einfach im Prinzip das ganze Game mal komplett runtergeschmissen von der Platte und komplett neu installiert. Was jetzt natürlich dazu führt, dass ich gar keinen Spielstand mehr hatte. Weder den aus dem freien Spiel noch den aus dem LP. Sprich, im Prinzip fast 30 Spielstunden für den Hintern. Und habe dann heute mal das, heute war es denn schon gewesen, mal komplett neu angefangen. Da gab es dann ein paar kleine Bugs, die ich vorher eigentlich nie bemerkt hatte, die aber dazu führt, dass das Spiel ein bisschen nicht ganz so lief, wie es laufen sollte. Also das Ganze, glaube ich, 2-3 Mal gestartet, das Save Game neu macht. Jetzt habe ich eigentlich den Stand erreicht, wo wir jetzt uns eingeklinkt haben. Wir haben diesen Frachter abermals gerettet. Und wir schauen uns mal, was das Retten dieses Frachters für eine kleine Änderung bewirkt, wenn wir jetzt in das neue System reinspringen. Ihr könnt ja zum Vergleich das Video von gestern, von Samstag mal aufrufen, gucken, was haben die uns als Begrüßung an den Kopf geknallt, und dann gucken, was haben die uns hier jetzt als Begrüßung an den Kopf geworfen. Moment, ich mach schnell ein. Schnell speichern. Gibt's ja auch jetzt wieder. Und schnell laden gibt's auch. Leider Gottes liegt schnell laden auf F9, wo meine Aufnahmetaste ist. Da war ich erstmal sehr überrascht, weil das Problem ist, die haben zwar Schnellspeicher und Schnellladefunktion eingeführt, aber die haben nie gesagt, leider in den Patch Notes, welche Taste das ist. Schade eigentlich. Um auf das Spiel mal selbst zu kommen, also wie gesagt, täglich mittlerweile kommen Patches raus, außer jetzt am Sonntag. Inzwischen, die Performance ist besser geworden, weitaus besser. Die Soundprobleme sind weg. Wir wissen endlich, wer Betty ist. Betty redet auch mit uns, deswegen soll Betty auch ständig die Klappe halten. Wir hören uns das mal kurz an. Ich will versuchen, Ihnen eine Andock-Erlaubnis für unsere Heimatstation zu besorgen. Kommt dir irgendetwas bekannt vor? Nichts, das mich an etwas in Albion erinnert. Ich frage mich, ob die Menschen hier in ihrem System genauso lange gefangen waren wie wir. Dies ist Gouverneur Nakano. Sie haben die Erlaubnis erhalten, hier zu landen. Folgen Sie bitte unseren Anweisungen. Ich werde da sein, um Sie zu empfangen. Also eine andere Begrüßung. Welcher Wortlaut genau, werdet ihr dann noch sehen. Halt, diesmal sollen wir da andocken. Ich hoffe, das klappt dann diesmal.
Nee, aber täglich Patches, man sieht, die bemühen sich wirklich bei der Community, sich wieder einen guten Stand zu beschaffen, weil der Release lief ja wirklich alles andere als perfekt ab. Mich hat es jetzt nicht so schlimm getroffen, zumindest nicht beim Release, dann erst mit dem Patch 1.1.6, aber ich sehe noch immer kein Problem darin, wenn ich das jetzt mit anderen Release-Dingen vergleiche, die jetzt in den letzten Tagen rauskamen. Da kann ich euch gerne noch mal mehr dazu erzählen. Wir versuchen aber erstmal, ob wir hier andocken können. Dies ist die Albions Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Ja. Andockerlaubnis erteilt. So. Schön, Sie an Bord begrüßen zu dürfen. Kriegen wir das? Okay, das ist die Grundlage, die ich haben wollte. Denn mit dieser Grundlage hier können wir uns ein Easter Egg anschauen, das hier im Spiel implementiert ist. So, und das Plündern habe ich im Prinzip die ganzen Tage, also jetzt im Laufe des Spielstandes immer gemacht, was uns dazu führte, dass wir jetzt so knappe 500.000 Credits besitzen. Aber ich speichere jetzt hier nochmal ab, denn hier habe ich mich vorhin verrannt. Jetzt komm da hoch, ich will hier nämlich auf den Botter rauf. Lass mir auf Roboter rauf. Oder Kran, wie auch immer du dich. So. Wir müssen da auf den Container rauf und in unseren Frachtraum rein. So, Container. Unser Frachtraum. So, das ist unser Frachtraum. Hier befindet sich drinne eine Kiste, in der haben wir unidentifizierte Artefakte. Eine, ja man sieht schon, eine kleine Körbelpuppe. Was bist du? Hackerchips. Da, ein Körbonaut. Ich sag mal, es ist Jeb. Es kann nur Jeb sein. Ah, hallo. Hallo. Davon sollen 10 Stück im Spiel implementiert sein, irgendwo versteckt. Ich habe bisher nur diesen gefunden. Oh, Credits. 8000 Credits, ja damit. Sind ja eh unsere. Also davon gibt es 10 Stück hier irgendwo versteckt. Das war Nummer 1. Ah, Klatsch. Kniebruch. So. Das lief super. Jetzt sind wir zu dem Managa. Da müssen wir hin. So, der Lee. Für die, denen es nicht aufgefallen ist, nachdem wir durch das Sprungtor durch sind, haben wir erstmal unser Schiff verloren, unser zweites, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob Bug oder gewollt. Wenn gewollt, dann fehlt leider die Rückmeldung dazu. Dann hätte man das vielleicht noch ins Spiel reinbringen sollen. Und unser Ruf bei der Plutarch Mining Corporation, quasi die ganzen Stationen, wo wir bisher dran waren, naja, seitdem wir durch das Sprungtor durch sind, mögen die uns nicht mehr so besonders gut. Was dazu führt, dass die uns ab sofort gewaltigst auf den Nerv gehen werden, wenn wir dahin wieder zurückkehren. Du bist ein Waffen. Treten Sie näher, Pilot. Hallo. Und sichern Sie sich ein paar echte Schnäppchen. Ey, cool. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Da. Gib mir Geld. 35.000. Her damit. Viel Glück. Danke. Wir können nie genug Cola haben. Niemals. Denn das, was wir gerade haben an Kontostand, sind Peanuts. Das sind. Laufen Sie nicht vorbei. Ich habe hier alles, was Sie brauchen. Raus. Ja, weg. Raus. Der war raus. Das sind wirklich Peanuts, wenn ich überlege, was bestimmte Sachen kosten. Ich habe hier alles, was Sie brauchen. Die Stationen, die Frachter. Wir reden hier von zweistelligen Millionenbeträgen. Also. Raus. Dann sind diese 400.000. Ach ja, 400. Echt Peanuts. Also jetzt 500.000. So, was bist du denn? Du bist was anderes. Was haben wir hier? Wow. Also ich war noch nie hier auf dieser Station. Noch ein Botter. Kann man hier irgendwie runter? Ich will. Kann man. Lass mich fahren. Ach zum Teufel. Warum werden wir immer mit diesem Zeug belästigt? Ach nee. Was für Zeug? Was ist?
Ein anderes Feature, was ich bisher immer übersehen habe, wenn die so quatschen. Sie reden doch nicht von den Holotänzerinnen, oder? Ja, aber nicht nur sie. Das ganze VR-Zeug. Allgemein VR. Na, anstatt nur über die Holotänzerinnen zu diskutieren, würde ich lieber über das ganze Thema VR reden. Das schien sie ja aufzuregen, oder nicht? Na, endlich. Jemand, der clever und unschuldig ist. Also man muss genau den höchsten Ping immer treffen. In diesem pinken Bereich, den kriegt man 5 Punkte. Und dann kann man die besten Antworten geben. Und? Na, VR ist doch etwas Gutes, oder nicht? Wenn nicht, dann kommt sowas raus. Es würde mir sehr gefallen, wenn wir das so schnell wie möglich hinter uns bringen. Im Weltraum kann man nicht viel Platz verschwenden. Nun kann man argumentieren, dass VR dafür sorgt, dass wir uns weniger eingeengt fühlen. Wenn ich Ihre Stimmbeherrschung hätte, wäre ich ein Holo-Schauspieler. Normalerweise rede ich nicht gerne mit Kunden. Sie sind eine Ausnahme. Juhu. Als Gefallen gebe ich Ihnen Informationen über eine Station, die zurzeit ein kleiner Geheimtipp ist. Und genau dafür machen wir das. Angebot von Solarenergetik, was auch immer. Da wird viel zu kurz angezeigt, aber das haben wir ja am Handelscomputer gespeichert. Kiste. Also das sind Smalltalk. Über die Smalltalk-Funktion kriegen wir Informationen über Leute, die hier Arbeit suchen. Das heißt, wenn wir dann jemanden ansprechen, wie den Waffenoffizier, also die Leute, die Fähigkeiten haben, die wir anwerben können, dann kriegen wir direkt deren Fähigkeiten auch angezeigt. Ansonsten erfahren wir die erst, wenn wir die Leute angestellt haben. Nee, zu euch will ich später erst. Wir müssen die Station hier angucken. Was denn mal gerne dazu führen kann. Dass wir jemanden als Captain anwerben, der null Ahnung davon hat. Guck mal, haben wir gerade zufällig jemanden Fähigkeiten? Uppala. Du. Hallo. Zeig mir deine Fähigkeiten. Zeigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. Wir sehen hier nur Fragezeichen, sicher, mehr nicht. Und das sehen wir denn, wenn der uns jetzt als Tipp gegeben wurde, dass er hier gerade einen Job sucht, dann sehen wir hier mit Sternchen, wo, wie, welche Fähigkeiten bei ihm liegen. Gerade beim Marineoffizier, den wir brauchen für Entermanöver zum Beispiel, wäre das und das natürlich relativ gut. Was das hier alles bringt. Hier Entererfahrung natürlich. Und was Fortschritt zum nächsten Level. Muss man gucken. Ich weiß noch gar nicht, ob es im Spiel wirklich groß drin ist schon. Denn das muss man leider Egosoft negativ anrichten. Man bekommt teilweise das Gefühl, dass Features im Spiel oder Dinge im Spiel angezeigt werden, die aber noch nicht verwendungsfähig sind. Was hat es mit dem ganzen KI-Ding auf sich? Nee, mit dir mache ich jetzt keinen Smalltalk. Was gibt's noch für ein verstecktes Easter Egg? Ach ja, das hier, die drei Muscheln auf dem Klo. Daran zu denken, dass sie Wer einen Film Jahren kennt, wo drei Muscheln auf einem Klo vorkommen und ein verdutzter Sylvester Stallone, der nicht weiß, was er damit anfangen soll, der kann den Titel gerne unten reinschreiben. Drohnenverkäufer? Schiffe? Kaffee! Kaffee. Okay. Das überprüft wohl die Qualität von dem Dingsbumsis. Das führt einen Splitter spazieren. Und das blinkt komische Quadrat-Dingsbumsis. Also hier ist eindeutig ein bisschen mehr Leben los. Security Tor 64, wahrscheinlich C64, als auf den anderen Stationen, muss ich jetzt mal sagen. Oh cool, den Bildschirmschoner kenne ich doch. Was haben wir hier? Ich kann nicht verstehen, was das ganze Getue um KI soll. Solltest du aber. Das ist eine Presse, okay. Und hier ist ein Roboterarm. Was macht der Roboter? Oh, er dreht Ringe im Kreis. Okay. Ja, okay, ein bisschen mehr los ist schon. Nicht viel, aber ein bisschen. Was haben wir hier? Oh, Britzlo. Okay. Also auf der Station ist eindeutig mehr los, wirklich mehr los als auf den anderen. Aber ich glaube, machen wir mal mit dem Gespräch weiter. Machen wir das jetzt oder? Dass es diese Highways vor 40 Jahren noch nicht gab, übersteigt schier das Vorstellungsvermögen. Ja, ja, Highways vor 40 Jahren. Bla, bla, bla. Das sagen die auch alle immer wieder.
Aber ich würde sagen, bevor wir denn diesen Typen jetzt anquatschen, habe ich euch lange genug zugetextet und haben uns die Station angeguckt. Und wir gehen mal wieder über zum Plot, wo wir uns dann anhören, was der Gouverneur, wie er sich selber nannte, uns denn so zu sagen hat. Also dann bis morgen. Tschüss.